Mein Name ist Torm Antoni, bin 26 Jahre alt und Gemeindeassistent in Oberhausen-Stürum und möchte euch jetzt einfach mal durch unser Lager führen und euch ein paar prägnante Orte zeigen. Wir befinden uns hier bei der Essensausgabe, wo wir dreimal am Tag von der netten Küchencrew verpflegt werden. Morgens gibt es hier immer ein ausgewogenes Frühstücksbuffet, mittags kriegen wir mal ein Buffet und jetzt kriegen wir gerade unseren 333 Gramm Hamburger und heute Abend um 11 kriegen wir dann auch noch mal immer im Wechsel Pizza oder Hotdog und die letzten sind gerade auf dem Weg zum Essen. Im Hintergrund sehen wir die sogenannte Waschstraße, wo wir morgens uns die Zähne putzen und uns waschen. Aber jetzt, zur Zeit nach dem Mittagessen, wird halt benutzt, um ihre Messer, Gabel, Teller und so weiter zu spülen. Und hier finden natürlich auch die Ladestationen statt, also abends wird sich auch immer getroffen, um ihre Handys aufzuladen, weil hier die einzigen Steckdosen vorhanden sind. Ja, jetzt befinden wir uns im Zelt 70, ein Zelt, wo wir untergebracht wurden. Hier sind wir mit 9 Jungs untergebracht, wie man erkennen kann. Hier im Hintergrund ist der Pool, wo wir uns nach den Ausflügen in der prallen Sonne abkühlen können. Die Poolparty stattgefunden hat, aber auch eine Wasserrutsche, wo wir uns dann im kalten Nass abkühlen können.